Ja, okay, hi Bronco hier mit dem Thema Downloads auf dem Steam Deck, automatische Updates und ja, Downloadgeschwindigkeit. Ich zeige euch einfach mal, was ich meine. Also, wir haben hier das Steam Deck. Wir gehen hier unten wieder auf den Punkt, also Menü. Und wir müssen jetzt erstmal auf Einstellungen rauf. Also, wir gehen mal nach ganz unten und hier klicken wir einfach mal Bestätigen A. Und jetzt öffnet sich hier wieder an der Seite dieses Fenster. Und wo wir jetzt hin müssen, ist runter, 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 runter. Und zwar zu Downloads, also zu dem Punkt hier. Haben wir anvisiert, das Ganze bestätigen A, dass wir da rüberkommen. Jetzt, bei mir ist automatisch, oder ich habe das halt eingestellt, Deutschland, Berlin ausgewählt, weil ich halt aus Berlin komme. Und ja, man kann auch noch ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Also es kommt halt darauf an, wo ihr herkommt. Also man könnte auch Hamburg oder München oder was weiß ich. Ihr könnt auch Frankreich oder sowas auswählen. Es kommt halt ganz drauf an. Also bei mir ist halt standardmäßig hier Deutschland, Berlin. Was man jetzt noch machen könnte, ist Downloadgeschwindigkeit begrenzen. Also wenn ihr, ja, ich kann das Ganze mal aktivieren. Also so rüber. Ihr könntet jetzt hier eingeben, wie viel, also wie groß die so be also Begrenzung sein soll. Man sieht das hier, Begrenzung in Kilobytes, also Kilobits pro Sekunde. Das kann man dann einstellen, würde ich aber nicht empfehlen, weil ihr wollt ja die Datei so schnell wie möglich haben, deswegen lasst es lieber aus. Man könnte jetzt auch noch einstellen, automatische Updates planen, also wenn ihr jetzt nicht möchtet, dass ja, das Steam Deck vielleicht während des Tages oder so irgendwie Updates runterlädt, kann man das Ganze auch noch aktivieren. Also man könnte den A drücken und kann man jetzt hier halt auswählen. Updates nur zwischen, ja, denn ich weiß ja nicht, wie für euch die Zeit am besten wäre, vielleicht abends, ja, dass man abends vielleicht Fernsehen guckt oder sowas. Dann könnte man sein Steam Deck anmachen und nebenbei lässt man halt Updates laufen. Dann gibt es noch die Funktion, Downloads während des Spielens zu lassen. Es kommt halt drauf an, wenn ihr jetzt gerade ein Spiel spielt und ja, ob euch das stört. Also es könnte sein, dass dadurch ein bisschen ja, die Spielleistung gemindert wird. Also man könnte das einstellen, ja, dann wird während des Spielens also ein Update runtergeladen, aber man kann das Ganze auch ausstellen. Dann, das finde ich ganz cool, Download Rate in Bits pro Sekunde anzeigen. Also dann seht ihr halt, ne, wie groß das ist. Und wie viel ihr gerade runterladet. Ich finde es halt auch beim PC die Funktion ganz gut, dass man halt das in Prozent sieht, ja, wie viel und sowas alles. Was gibt es noch? Ja, und man kann halt Spieldateien, Transfer über das lokale Netzwerk aktivieren. Und dann steht hier, wenn diese Funktion in Steam aktiviert ist, können Sie Spieldateien von anderen PCs in Ihren lokalen Netzwerk transferieren und somit Ihren Internetdatenverkehr beim Herunterladen oder Hochladen eines Spiels zu reduzieren. Ja. Ja, das war erstmal so das Thema zu Downloads pro Sekunde, Einstellung treffen, automatische Updates. Ich hoffe, das Video hat einigen geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.